Cha-cha-cha. Der erste Finaltanz. Mit der Nummer 6, Hans-Reinhard Galke, Bianca Schreiber, die großen Favoriten und ihre Schüler. Ja. Tolle kontrollierte Bewegung gerade da. Das zweite deutsche Paar, Martin Dihlmann und Lydia Weisser aus Deutschland mit der Nummer 7. Nummer 13, Brian Watson, Karen Hardy aus Großbritannien. Da hatten wir die ganze Zeit schon den Eindruck, er will heute etwas erreichen. Er greift an, ist aber teilweise zu aggressiv in seinem Tanzstil. Kann man mal Meister. Dänemark. 3, 2, 3, 2, 3, 1. Sehr, sehr gut. Aber auch sehr knapp. Da muss man wirklich die Wertungen für die anderen Paare abwarten. Und jetzt vor allen Dingen für die Favoriten, Hans-Reinhard Galke, Bianca Schreiber, Cha-Cha-Cha, erster Finaltanz, jetzt geht's. 2, 3, 2, 3, 1. Für Couple Number 6. Jetzt kommen sie erst. 1, 1, 1, 1. Durchgängig der erste Platz, sensationell. Man muss auch dazu sagen, dass Burns Fairweather nicht dabei ist. Man darf es nicht vergessen, die elfmaligen Weltmeister, das soll ihre Leistung überhaupt nicht schmälern. Aber trotzdem schön. Ja, klar. 4-4, 4-4, 4-4. Der vierte Platz für Martin Dihlmann, Lydia Weisser, aber das erste Mal bei einem großen internationalen Turnier dabei. Das erste Mal gleich im Finale. Und natürlich ein klarer vierten Platz von das, was ich in dem Tanz gesehen habe. Es ist ja so, die Leistung aus den Vorrunden, Zwischenrunden ist ja völlig vergessen. Jetzt gilt es. 3-2-3. Da ist der Kampf um den zweiten und dritten Platz. Und zwar mit den Briten Watson Hardy und Tornsberg Toft. 5-6-5. Die Wertung für die Russen Viktor Nikovski und Larissa Davidova, Russland. Meine Damen und Herren, die Wertung ist nicht auf dem sechsten Rang. Soweit aber erst die Wertung nach dem Cha-Cha-Cha. Und jetzt geht's weiter. Samba. Sehr locker, sehr souverän. Ja, man sieht in die Kontrolle und vor allem der Konzentration die Beckenbewegungen und den mittleren Teil des Körpers. Watson, er wirkt etwas unruhiger. Versucht eigentlich der Bewegung zu zart zu zwingen. Nicht nur natürlich durch Samba-Aktionen. Er sollte etwas souveräner sein. Ja. Ja.
sehr schön getanzte Samba-Rolle gerade beim Tornsberg und Toft. Und auch die Tornsberg, Toft, Dänemark, Start Nummer 4. 3, 2, 2, 2, 3, 2, 1. Der Kampf um den zweiten Platz setzt sich fort. Allan Tornsberg, Vibeke Toft. Sie kämpfen um den zweiten Platz zusammen mit Watson Hardy aus Großbritannien. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Sensationell. Wieder der erste Platz für die beiden, auch im Samba. Auch so sensationell finde ich selber es nicht, aber jetzt bist du so ein bisschen biased, wie man sagt. Ja, man muss schon sagen, wie gesagt, der elfmalige Weltmeister fehlt, aber trotzdem, es ist ein sehr exzellentes Feld und ihre Leistung ist gut, schlicht und ergreifend gut. Martine Barbieri, 6-4, 6-6, 6-5-6. Man darf nicht vergessen, man muss ja in dieser Endrunde im Finale auf den Punkt fit sein. Man hat schon 4 Stunden Tanzen hinter sich. Man darf nicht verkrampfen. Man muss locker bleiben. Das klare Platz 2 eigentlich jetzt für Tornsberg und Toft. Ja, weil Watson Hardy eben sich mit dem dritten Platz zufrieden geben mussten. Da werden sie mit Sicherheit enttäuscht sein, gerade weil er so aggressiv angreifen wollte und es auch getan hat. So, vielleicht nochmal ganz kurz. Nach dem Samba führt ganz klar Galke Schreiber vor Tornsberg Toft aus Dänemark und Watson Hardy aus Großbritannien. Platz 4 für Dihlmann-Weisser, das zweite deutsche Paar. Und nun Rumba, der Liebestanz, übrigens auch der Lieblingstanz von Hansi und Bianca. Ja, jetzt sehe ich, dass die Bianca eigentlich das nur genießt. Ja, man sieht es ihrem Gesichtsausdruck an. Schöne, weiche, biegsame Körperlinie. Einfühlsam. Erstklassige Zusammenarbeit vor allem. Watson Hardy aus Großbritannien. Weicher als in den Runden zuvor, aber trotzdem noch zu statisch. Und vor allem ein für mich etwas egoistischer Tänzer, der wenig aufpasst, wie man eigentlich seine Dame präsentieren soll. Und das ist ganz wichtig im Tanzen. Der Herr muss die Dame präsentieren, er muss sie führen, er muss Anstöße geben, damit sie sich zeigen kann. Ja, damit sie präsentieren kann. Jetzt die offene Wertung für Rumba, man geht ja dazu über, schon seit Jahren die Basic-Elemente hervorzuheben, perfekt darzubieten, etwas zu experimentieren damit, aber diese Akrobatik und all das lässt man in den Tänzen schlicht weg. Ja, und so eigentlich kann man sagen, dass es sehr, sehr gut, man dann zu diesen reineren Tanzen eigentlich gekommen ist. Und ich darf zunächst zeigt eine, einmal die offene Wertung haben. Ohne tanzen zu können, hat man keine Möglichkeit. Und ja. Vibeke Toft. So, die Wertung des dritten Tanzes. 3, 1, 2, 3. Tornsberg Toft. 3, 1. Kann schon eine Vorentscheidung fallen. 2 Einsen hat man da gesehen. Das heißt, Bianca so, und Hansi für Hans-Reinhard haben Galke, Bianca den Schreiber. Tanz an 2 Plätzen abgeben müssen. 1, 2. 1, 1, 1, 1, 2. Ein bisschen überraschend von das, was ich gesehen Warum? Habe.
Es kam an das rein eindrucksmäßige Tornsberg-Toft hat eine sehr starke Lateingefühls als Eindruck, was dir die Leute sofort kosmetisch geben können. Sie waren ja auch 4 Monate letztes Jahr in Kuba, um das authentische Lateintanzen zu erlernen, zu erleben vor allen Dingen. Der 4. Platz für Lydia Weiser, Martin Dihlmann scheint sich auch eingepegelt zu haben. Genauso wie der 5. Platz für die Franzosen, Barbieri, Marc und Martine. Ryan Watson und Karen Hardy. 2-3, 4-2, 3-2, 3. Der 3. Platz. Und ja, und da war sogar auch ein Vierer dabei. Das ist das, weil er immer unbedingt will. Er ist nicht frei genug. Ja, damit ist die Vorentscheidung quasi schon gefallen, dass Tornsberg-Toft wahrscheinlich auf dem 2. Platz bleiben. Ute Streicher, die Heimtrainerin sozusagen, freut sich mit Sicherheit wahrscheinlich. Also Galke, Schreiber immer noch ganz klar vorne nach dem 3. Tanz und jetzt Hansis Lieblingstanz. Paso Doble. Guck mal nur, wie sein Körperposition ist. Fast der Beste auf der Fläche. Kontrollierter Ausgang in zum dieser Chasse Cape. Und eine wunderschöne Mischung zwischen weichen und harten Bewegungen. Übrigens einen sehr guten Tanz bei Martin Dihlmann und Lydia Weiser. Die mit dem pinkfarbenen Kleid im Vordergrund sehen. Lydia war übrigens auch schon mehrmals deutsche Lateinmeisterin, zusammen mit ihrem ehemaligen Partner Ralf Pene. Seit einem Jahr tanzen diese beiden zusammen, Lydia Weiser und Martin Dihlmann. Paso Doble, man sieht ihn eigentlich schon an, dass sie das Turnier in der Tasche haben. Zufrieden sind, ja. Ja. Ganz gelöst. Danach folgt ja nur noch der Jive. Dann heißt es nochmal Kondition. Aber zurück zum Paso Doble. Auch hier sehen wir jetzt noch einmal. Sie haben nochmal Allan Tornsberg und Vibeke Toft beobachten können aus dem Augenwinkel. Wie war der Eindruck? Auch ein interessanter Interpretation, muss ich sagen, mit sehr viel Flamenco-Einfluss. Tango Argentino. Und wieder haben sie, Bianca und Hansi, eine 1 abgenommen. Wer hätte das gedacht? In der Vorrunde sah es noch nicht so aus. Sogar 2 erste Plätze müssen die beiden einbüßen. Sie sind trotzdem noch souverän, aber... Ja, ich finde das eigentlich von das, was wir jetzt gesehen haben, ein bisschen merkwürdig, weil der Kontrolle war von Feinheiten viel, viel stärker zu sehen beim Galke-Schreiber als zum Beispiel zu dem anderen Paar. Also kleine Ungerechtigkeiten. In meinen Augen. Ja. Gerade in Paso Doble. In der Reihenfolge der anderen Paare scheint sich nicht geändert zu haben. Die Wertungsrichter haben sich eingepegelt auf die Plätze. Es ist auch ganz wichtig, dass man eine gewisse Lobby hat. Natürlich. Und Hansi und Bianca, Sturheil, trainieren sie immer seit Jahren bei 4 Trainern. Vor allen Dingen bei ihnen.
Ja, ich habe den Glück gehabt, eigentlich so fast 9 Jahre mit denen gearbeitet zu haben. Das kann aber, wie gesagt, in Anführungszeichen auch von Nachteil sein, weil es viele Paare gibt, die mit 10, 20 Trainern trainieren, um, wenn sie sie als Wertungsrichter wieder treffen, von denen Punkte zu bekommen. Richtig, oder? Es passiert. So, vor dem Jive, also Galke, Schreiber auf dem ersten Platz vor Tornsberg, Toft. Auf dem dritten Platz die Engländer Watson, Hardy und auf dem fünften Platz zwei gemeinsam. Und zwar die Russen Nikovski, Davidova und die Franzosen Barbieri. So, und jetzt heißt es nochmal Jive. Richtig Kondition, der letzte Tanz, nochmal Lebensfreude pur. Ja, die Freude war deutlich zu sehen beim Tons bei Toft. Eine etwas schwerere Art von Jive sieht man hier beim Weißer Dihlmann. Ja, besonders bei ihm. Er versucht zu swingen, aber er kommt nicht so richtig nah. Es wirkt ein bisschen behäbig. Ihren Stil ist er nicht. Richtig mehr Swing als Jive und manchmal mit den etwas schnelleren Musik hat man dann echt ein bisschen Probleme. Bei Hansi und Bianca ist auch lieben im Jive zu swingen, aber es muss passen und wenn es nicht passt, dann muss man sich einspielen auf die Musik. Ja, die schaffen eigentlich die zwei Swing und Jive etwas besser zu verwenden. Und jetzt muss man sagen, wir wissen es, bevor die Wertung hochkommt. Sie haben es geschafft, die beiden sind Europameister. Den letzten deutschen Europameister gab es 1972. Das ist sehr, sehr lange her. Da kann man nur sagen, ein Riesenkompliment für die beiden, für das sympathische Paar aus Freiburg. Sie nehmen es ganz gelassen. Tornsberg Toft. Ja, ob das der zweite Platz war? Hans-Reinhard Galke und Bianca Schreiber. Ich glaube eher nicht, das war der dritte. Hans und Bianca wieder zweimal den ersten Platz eingebüßt, aber Europameister, und das ist die Hauptsache, immer noch sehr souverän gewonnen, ein paar Plätze abgegeben. Ja, eigentlich muss man nur sagen, Gewinner ganz klar in alle fünf Tänze. Richtig. 4-5, 4-4, 5-4-4. Und auch für Martin Dihlmann, Lydia Weißer aus Pforzheim ein riesengroßes Kompliment. Sie haben sich ganz tapfer geschlagen. Das erste große Turnier sofort im Finale und da noch den vierten Platz. Was will man mehr? Die kann ja nur sehr zufrieden sein, muss man sagen. Für Bryan Watson und Karen Hardy. 2-3, 1-2, 1-2. Bryan Watson, Karen Hardy, sie werden in England sehr gepusht. Übrigens waren auch Corky und Shirley Bellows nicht dabei, das sollte man auch nochmal betonen. Angeblich waren sie nicht austrainiert, wobei ich in Tanzkreisen gehört habe, dass sie gerade in England ein Turnier gewonnen hätten. Das mutet etwas seltsam an, vielleicht hatten sie Angst. Einfach mal so dahingesagt, um sich mit den jungen Paaren zu messen. Eins kann man nur sagen, die Spitzenpaare wissen genau, wann die große Titelmeisterschaft. Ihr habt ja schon weit im Vorfeld als die Top-Favoriten schlecht hingegolten. Belastet so ein Druck eigentlich? Ja, kann man schon sagen, ja. Aber wir machen es trotzdem gerne und es hat abends sehr viel Spaß gemacht. Und, ja. Der Espen Salberg, euer Trainer und unser Co-Kommentator, der sagte, zu Beginn des Halbfinales hat er an Ihrem Gesichtsausdruck, haben Sie gesehen, das Ding läuft. Was ist das für ein Gesichtsausdruck? Na, das müssen Sie jetzt in Espen fragen, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, also ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei den Zuschauern hier. Es hat uns viel geholfen, denn ich muss schon ehrlich zugeben. Denn ich darf ganz ehrlich zugeben, also es war schon sehr nervenaufreibend und nachdem auch noch zwei andere Favoriten leider nicht teilnehmen konnten bzw. abgesagt haben, waren wir wirklich die Top-Favoriten. Und das in Deutschland zu verteidigen, also ich gebe ganz ehrlich zu, also ich hatte bis zum Semifinale schon Nervensausen. Aber vielen Dank fürs Helfen, es hat geklappt. Dankeschön.
Sie haben das angesprochen, es fehlten Burns Fairweather, die Tanzlegenden, elfmalige Weltmeister. Was entgegnet ihr jetzt Leuten, die kommen und sagen, naja, der Titel war nur möglich, weil die nicht dabei waren? Ja, wer nicht kommen kann, nicht gewinnen und ist nicht Meister. Nun ist dieser Rahmen ein bisschen ungewohnter für eine Tanzveranstaltung. Wie war es denn in dieser Arena und vor dieser Kulisse zu tanzen? Na, wie ich schon gesagt habe, es ist ein tolles Gefühl. Man fühlt sich als Tanzpaar wie ein Stier in einer Arena. Und ja, wie gesagt, also wir haben uns toll gefühlt und na, macht einfach Spaß. Ne? Das hat man vor allem auch beim Paso Doble gemerkt. Das ist, glaube ich, dann eure Spezialität oder deine dann ganz speziell. Na, möchte ich doch denken. Ne? Okay, nun ist ja Tanzen nicht gerade eine Sportart, bei der man ganz leicht zum Millionär wird. Ist dieser Titel dann irgendwie auch wirtschaftlich, zahlt er sich aus? Naja, ein bisschen mehr Ehre wird es schon sein. Wie bestreitet ihr denn so den Unterhalt, sag ich mal, übers ganze Jahr? Na gut, wir haben natürlich auch kleinere Sponsoren. Ein ganz großer kann gerne noch kommen, nicht? Und ansonsten haben wir natürlich Preisgelder und Schauauftritte und ein bisschen Unterricht, leider nicht so viel möglich, denn wir tanzen halt leider noch zu viel aktiv und konzentrieren auf unsere eigene Laufbahn. Ansonsten, ach, es geht uns ganz gut, wir halten uns über Wasser. Ne? Ja. Okay, vielen Dank, wir wünschen auch viel Glück jetzt für die Weltmeisterschaften. Ich glaube, ihr habt eine gute Show geboten. Auf dem sechsten Platz der Europameisterschaft in den lateinamerikanischen Tänzen landete mit Platzziffer 28 das Paar aus Russland, Viktor Nikovski und Larissa Davidova. Thank you very much for being with us in Halle and a happy return to Moscow. Auf dem fünften Platz mit der Platzziffer 27 und das war sehr eng aus Frankreich, Marc und Martine Barbieri. Der vierte Platz, meine Damen und Herren, mit der Platzziffer 20. Aus Deutschland, Martin Dihlmann und Lydia Weisser. Und jetzt geht's aufs Treppchen. Bronzemedaillengewinner 1995, EM Lateinamerikanische Tänze. Großbritannien mit der Platzziffer 14, Bryan Watson und Karen Hardy. Vize-Europameister, Running-Up Champion from Denmark mit der Platzziffer 11, Allan Tornsberg und Vibeke Toft. Mit der Idealplatzziffer 5 aus Deutschland. Hans-Reinhard, Galke, Bianka, Schreiber.
Ich bitte um die Nationalhymne. The National Anthem.